Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Valkyria Chronicles. Ja, in der letzten Folge haben wir eigentlich nur im Hauptquartier ein bisschen herumgeeiert und uns die Cutscenes angeguckt. Wir müssen in den Cloden Wildwood und das Imperium abfangen, wenn ich mich nicht irre, und deren Vorräte auseinanderbrechen. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt direkt rein, weil ich brauche ein bisschen Action, ja. Ist bei mir immer hier so eine Schwenkung. Mal kommen immer folgenlang nur Cutscenes und dann kommen wir noch folgenlang, ja, Kämpfe. Deswegen habe ich auch in komischen Abständen immer nur Lust, dieses Projekt aufzunehmen, weil ist ein bisschen blöd, wenn ich immer weiß, ja, in den nächsten Folgen sind nur Cutscenes, in den nächsten Folgen sind nur Kämpfe. Vor allem in Kämpfen komme ich wieder Bock. Deswegen machen wir jetzt weiter. Im Osten ist die ist das Vorortslager des Gegners am Ende des Waldes mit einer sehr großen Verteidigungslinie. Und wir sind wieder in zwei Truppen eingeteilt. Mit unserem Panzer sollen wir direkt in die Basis reingehen, während die Fußsoldaten nach Norden infiltrieren. Wir müssen die Basis einnehmen. Vorsicht! Ach, Minen, ja. Ja, okay, selbsterklärend, ne? Wenn wir da drauf latschen, dann BAMS! Okay, ja, das muss ich jetzt nicht erklären. Ja. So, die üblichen Voraussetzungen. Wir können 8 Leute hier reinballern, okay. Na gut. Bei mir ist immer klar, wir brauchen einen, der sich um den Panzer kümmert. Das ist Herbert! Und. Ach, hier kann man nur die ganzen Talente sehen. Also, Talente. Mein Gott, wie heißen die immer? Keine Ahnung. Nestmeister. Klingt irgendwie gut. Klingt irgendwie so nach Wald. Country Bread auch. Du kommst hier hin. Und wenn ich mich irre, dann kommen da auch Panzer. Deswegen kommt Lago auch hier hin. So, dann gehen wir nach oben. Warte mal, ich habe jetzt. Okay, dann tue ich da 2 Sturmsoldaten hinpacken. Rosi. Und wen hatten wir ja noch nicht? Weiß gar nicht, Maika? Hawkins? Haben wir nicht einen Hawkins schon? Okay. Ich dachte, wir hätten noch jemanden, der Hawkins heißt mit Nachnamen. So, am besten noch ein Scout. Am besten noch 2 Scouts, ne? Nehmen wir. Ich weiß gar nicht, wen ich schon hatte und welche nicht. Und sie. Okay. Ja, gehen wir einfach rein. Wir können die Einheiten noch im Kampf auswechseln, also ist ja kein Problem. Oh, da kommt mal her. Wir haben schon Städte eingenommen und Brücken, also. Wird der Wald ja wohl ein Killerklack sein. So. Vor allem schon wieder auf den Kampf. Immer wenn Kampf kommt, freue ich mich. Dann habe ich aber Lust aufzunehmen. Und ich weiß, es kommen wieder nur 3-5 Cutscenes, wo ich überhaupt nichts sagen kann. Dann ist meine Laune immer im Keller ein bisschen. Weil ich nehme ungefähr immer nur eine halbe Stunde oder so das Projekt auf. In den meisten Fällen. Dann sitze ich da wirklich nur eine halbe Stunde, habe irgendwie nichts gemacht. In den meisten Fällen, das ist ein bisschen blöd. Ja, von oben und von unten. Okay, Tutorial. Team Attacks. Ja, okay, das habe ich schon mal sehr weit am Anfang erklärt. Wenn verbündete Einheiten nebeneinander sind, dann können wir Teamangriffe einsetzen. Dann ballern die sozusagen, wenn wir auch ballern. Nur wenn das mal passieren würde, wäre gut. So. Und jetzt mal nach vorne. Da haben wir schon einen Lancer. Lass mich mal kurz gucken. Nein. Ja. Ja, was ist denn?
Antipanzereinheiten. Wow. Hoffnungsteam, okay. Da sind Minen, sehe ich gerade. Könnte man, glaube ich, auch schon so kaputt hauen, ne? Versuch mal. Sind wir weg? Nö. Ja, besser als gar nichts. So, und da hinten sind auch Einheiten. Ist da nicht direkt unser... Ach, okay. Na gut, dann gehen wir lieber voraus. Kameradin. So, vorsichtig. Da ist schon eine Mine, sehe ich gerade. Dann machen wir einen Bogen drum. Ich weiß nicht, ob man da umschleichen muss oder ob man da einfach nur aus dem Weg gehen muss. Ja, ist da jemand? Ist da jemand? Ich mache einen auf Schleichen. So, komm her. Ich kriege ich nicht. Dann mache ich dich eben platt. Es kann. Na. Ja. Mehr oder weniger konnte ich es jetzt. Bam. Das war ein bisschen automatisch. Ich höre gar nichts. Kann ich nicht jetzt eigentlich auch schon das Ding hier einnehmen? Ich glaube nicht, ne? So, egal. Hey Gale! Dann packen wir mal Rosie. Und sie ist bis dahin schafft. Verdammt! Sehr intelligent wäre gewesen, wenn ich zwei Scouts nur hingepackt hätte. Und einen. Ne, ich hätte nur ein Scout nehmen sollen und dann hätte ich den Rest hier über die Basis reinschmeißen können. So, wenn das jetzt klappt, dann müssten die jetzt im Team angreifen. Okay, irgendwie nützt es nichts, wenn ich auf den Kopf ziehe, also ball ich so. Bams! Ah, die sieht gar nicht so aus, als würde sie überhaupt kämpfen. Würde sie kämpfen wollen oder so. Ich nehme nicht mal auf, vielleicht bringt's was. Ja, hier. Nimm das Ding ein. Die Fahne. Ja. Occupy. So, jetzt können wir mit unserem Panzer weiter. Okay, alles gesichert. Packen wir dich auch noch dahin. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas von hier treffen, ne? Na gut. Dann. Oscar. Wir haben in letzter Zeit etwas Probleme gehabt, aber... Du bist ja doch schon, oder? Ja, doch, jetzt bin ich ja richtig beschissen positioniert. Was haben wir hier alles? Gar nichts. Da. Dich würde ich gerne fertig machen. Finde ich toll. Alicia. Eigentlich könnten wir nur mit einem... Eigentlich könnten wir nur mit dem Panzer hier durchgehen, ne? Wir können ja nur von dann. Ey! Ach! Wenn ich mich nicht irre, dann können Ingenieure auch. Oh, das ist nicht gut. Ich gehe mal lieber ein bisschen zurück. Wenn ich mich nicht irre, dann können Ingenieure nämlich Minen auch entschärfen. Das würde ich doch gerne mal machen. Ja, Bert, wenn sie ja nichts ausmacht. Okay. Wenn sein muss. Jawohl. Jum, jum, jum.
Oh mein Gott, er hat sie entschärft, ohne sie zu berühren. Ah, bleib mal hier. Und Gegnerzug. Eine Runde haben wir bis jetzt nur geschafft. 10 Minuten schon vorbei. Schaffel, 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 schaffel. Oh Gott, nein, nicht auf den Panzer. Oh nein, nicht auf Herbert. Boah, hat er den. Hat er den Baum weggezimmert, ey. Was hat der Baum dir denn getan? Jawohl. Nein. Oh. Komm doch näher. Tun wir doch nichts. Da waren nur Warnschüsse, die ich zufällig getroffen habe. Oh nein, nicht noch einer. Gegen den Baum! Oh, Stupide! Wie kommt es, dass die Raketenwerfer-Typen hier mich locker treffen, aber mein Scharfschütze trifft überhaupt nichts? Au! Welcher denkt sich auch nur, are you kidding me? Boah, so eine Linke. Ja, okay. Ab und zu ducken sich einige Einheiten, wenn sie angeschossen werden. Ich könnte mal eine Order hier einsetzen. Gib mir gerade ein. Weil Elisha braucht gerade Heilung. So, Healing Request. ORDER. Heilen bitte. Boink. Hat sie irgendwie nicht gemacht. Okay. Ich würde mal gerne so von der Seite kommen. Rosie. Du müsstest bis dahin eigentlich kommen, ne? Da! Wo willst du denn? Okay. Küsschen, nächster. So, Rosie, du gehst mal weiter rein. Krieg nach einer sehr guten Idee. No se. Oder Noke. Oder Nocke. Oder wie auch immer. Du gehst mal hier hin. Ja, ich. Ist klar. Versuch's hier irgendwie die Typen zu erledigen. Aber wenn er blau ist, dann sehen die uns nicht, ne? Ach, hier ist eine Hintertür. Hallöchen. Soll ich schon irgendjemand abknallen? Na, soll ich mal von da kommen? Ich glaube, da kann man nicht rein, ne? Warum seid ihr denn? Ma. Ist hier eine Öffnung? Langsam und beständig. Haha. Hey. Geh wieder da rein. Ma. Bleib's erstmal hier. Hält die Augen offen. Maika, du gehst auch noch oben, wo Rosie ist, würde ich sagen. Oder du gehst jetzt auch da ein. Nee, du gehst ein. Ja, du gehst durch die Vordertür, weil du dort aushältst. Bams, und er ist weg. Dann gehen die Mädels nach oben. Yay. Okay, was wartet mich da noch? Was wartet dann auf mich? Das ist eine Mine, die habe ich gesehen. Ich bin doch nicht blind. Mann! Boah, so knapp immer. Boah, leck mich am. Oh nein! Ben! Boah! Warum sind die so stark? Rosie, hilf mal hier. Boah, wenn ein Schuss Nancy gestriffen hätte, ne? Okay.
Na gut. Ich glaube, bin jetzt gerade ganz knapp an die Mine vorbeigelaufen, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht. Ja, was? Er ist nicht. Warum ist er nicht getarnt? Was ist das denn? Okay, ich würde sagen, Igelweiß. Geh nochmal nach vorne. Entschuldigung, Alicia. Und macht jetzt mal diese Anti-Panzer-Einheit fertig. Aber nur eine schafft er, ne? Oder schaffst du beide? Boing. Oh, wo ist ein anderer gelandet? Mann. Ich hab fast gar keinen Schaden bekommen. Was ist das denn? Ja, Lago. Ja, mir ist ein bisschen zu riskant mit dem Panzer gerade. Herbert, mach was. Wenn wir sein muss. Ist gut. So. Mach heile, heile. Grimm. Kein Ding. Mach nur meine Arbeit, okay. Ja. Könnt mich unmöglich hier treffen. Er wird es wie ein Schatten, den trifft man nicht. Er ist schnell, er ist unbesiegbar. Boah, ich muss einige Kommandanten hier finden und töten. Nein! Nein! Boah, ich habe den noch voll aufgeballert hier vor diesem Kampf. Autsch! Hast du ein Rad ab? Boah, ich muss Lago nach vorne bringen. Das läuft ja gerade richtig beschissen. Oh Gott. Ich glaube, da oben vernachlässige ich erstmal ein bisschen. Mache ich da unten hier die. Dann schärfe ich da unten mal die Lage. Ja, geht doch so nicht. Mit Soldat. Oh, da kommt einer. Nee, da kommt einer. Was macht der da oben? Ah, okay. Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und ob wir das schaffen oder nicht schaffen, das. Ja. Werden wir sehen. Sieht nicht sehr gut aus. Oh Gott. Ja, bis zum nächsten Part von Let's Play bei Curie Chronicles. Tschüss!